Einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Tag der Quick Start Academy. Heute wollen wir uns mit Ihnen mal dem Thema der eigene Online-Shop nähern. Und wer den vergangenen Tag, also den Tag 1 der Quick Start Academy mit uns schon mitgemacht hat, wird dann auch wissen, dass es heute also um das angesprochene Schaufenster für Ihre Kunden geht, wenn Sie denn dann jetzt in den Online-Handel starten. Ich möchte aber auch in diesem Webinar vorher wissen, ob Sie mich und den Kollegen Manuel Melzner verstehen können. Manuel, ich bitte dich auch einmal was zu sagen und Ihnen, liebe Teilnehmer, werfe ich in diesem Moment einmal die bekannte Kurzumfrage auf den Bildschirm, sodass Sie bitte einmal abstimmen können, ob Sie uns verstehen können. Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Teilnehmer, wunderschönen guten Morgen, Markus, vielen Dank. Freue mich wieder mit dabei zu sein, heute am zweiten Tag, in dem es, wie du schon sagst, um den Shop geht. Ich darf um 9.45 Uhr oder ab 9.45 Uhr zeigen, wie ein guter Shop aussehen kann oder beziehungsweise auf welche Punkte man bei der Shopgestaltung achten sollte. Dazu dann später mehr, aber jetzt erstmal natürlich dein Eröffnungsvortrag quasi heute am zweiten Tag. Genau, wir wollen uns jetzt nämlich mal mit den Chancen und Risiken eines Online-Shops auseinandersetzen. Und bevor wir damit starten, gucken wir mal, die Umfrage sieht sehr, sehr gut aus. Vielen Dank dafür, dass Sie abgestimmt haben. Und dann wollen wir im Endeffekt auch mit dem eigentlichen Thema starten. Chancen und Risiken des eigenen Online-Shops. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wie könnt ihr von JTL meine Chancen und meine Risiken im Endeffekt hier präsentieren? Woher wollt ihr wissen, was aus meinem Business für Chancen und oder Risiken hervorgeht? Das können wir natürlich nicht. Das möchte ich eingehend gleich einmal betonen. Wir haben natürlich keine Glaskugel. Wir wissen nicht, was Sie genau für ein Business haben, welche Produkte Sie verkaufen, in welcher Branche Sie unterwegs sind, wie Ihre Kundenstruktur aussieht. Aber wir können und ich möchte in der kommenden halben Stunde ein bisschen im Allgemeinen mal auf die Chancen und Risiken eingehen, die Sie dann natürlich im Sinne des Transfers auf Ihr Business umlegen können und vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert werden für die Chancen und Risiken Ihres potenziellen Online-Shops. Vielleicht fangen wir da einfach mal mit einem kleinen Vorwort an. Und zwar habe ich hier einfach mal drei Punkte draufgeschrieben, die im Endeffekt die Grundlage des Ganzen bilden, die ein bisschen beruhigend wirken können und sollen und die vielleicht auch einen kleinen Tipp geben. Und das ist der dritte Punkt, wie man mit diesen, ja, ich sag mal, mit der Ungewissheit von Chance und oder Risiko umgehen könnte. Zum einen, der erste Punkt hier im Vorwort, jede Chance kann ein Risiko mitbringen. Das, denke ich, ist jedem von Ihnen klar. Natürlich steckt in allem, was man unternehmerisch tut, auch immer ein Stück weit ein Risiko. Das Abwägen des Risikos ist dann im Endeffekt die Aufgabe, die Sie als Unternehmer haben. Andersrum kann natürlich auch jedes Risiko, was man eingeht, eine Chance ergeben und eine Chance sein. Ja, auch das wird Sie im täglichen Business bisher schon begleitet haben. Und das ist im Endeffekt auch normal. Und ich glaube, unterm Strich kann man sagen, und das werden Sie selber auch so empfunden haben oder vielleicht sogar noch empfinden, es gilt im Endeffekt, einen gesunden Mittelweg zu finden, also abzuwägen, welche Chance kann und oder möchte ich wahrnehmen und welches Risiko nehme ich dafür in Kauf, diese Chance zu ergreifen. Wer in den vergangenen Vorträgen schon dabei war, wird die folgenden Grafiken und ja, Darstellungen schon kennen. Und zwar haben wir in einem der vergangenen Webinare mal aus unterschiedlichen Sichten auf den Online-Handel geschaut. Und ich möchte auch hier zum Thema Chance und Risiko für einen Online-Shop auf diese Sichten einmal zurückgreifen. Denn aus diesen Perspektiven, die hier aufgeführt sind, können Chancen und oder aber auch Risiken hervorgehen, die ich mit Ihnen einmal
ein wenig ja, durchgehen möchte, wo wir der Meinung sind, da könnte sowohl eine Chance als eben auch ein Risiko lauern. Und das sollten Sie vielleicht einmal gesehen und oder gehört haben. Fangen wir mal an, die verschiedenen Sichten noch einmal aufzuführen. Und zwar haben wir auf so einen Online-Shop natürlich die technische Sicht, die warenwirtschaftliche Sicht und die Sicht des Marketings, woraus dann wieder resultiert die finanzielle Sicht, die personelle Sicht und aber auch die lagerwirtschaftliche Sicht. Also alles Faktoren, die mit in einen gut laufenden Online-Shop hineinspielen, die also auch beachtet werden sollten. Schauen wir uns jetzt die technische Sicht einmal in der Gegenüberstellung von Chance und Risiko einmal etwas genauer an. Aus technischer Sicht schaffen Sie mit einem Online-Shop natürlich eine nachhaltige Verkaufsgrundlage. Sie bauen sich ein zweites Standbein auf. Sie haben vielleicht ja auch langfristig gesehen, deswegen nachhaltig, die Möglichkeit, über einen weiteren Kanal aus dem Blickpunkt Ihres stationären Handels Verkäufe zu generieren, Kunden zu erreichen und so weiter und so fort. Aber natürlich steht dem gegenüber so ein bisschen das Risiko der Ungewissheit, ob sich diese ganze ja, Investition, der ganze Aufwand, der dahinter steht, denn mit einem Fingerschnipp, das brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht zu erklären, ist ein Online-Shop nun mal nicht aufgebaut. Mit einem Fingerschnipp ist es eben auch nicht getan. Eine Chance oder ein, ja, sagen wir mal, Pluspunkt für den Aufbau eines Online-Shops ist, dass heutzutage im Jahr 2020 ein Laptop oder ein PC meist eh schon vorhanden ist. Sie als Webinarteilnehmer werden es wahrscheinlich sowieso haben, sonst könnten Sie hier nicht teilnehmen, sondern Sie machen es über Smartphone. Aber die Hardware-Voraussetzung, also ein Laptop oder ein PC, aus Ihrer Sicht ist meist vorhanden. Die Frage, die sich dem aber wieder als Risiko gegenüberstellt ist, kann die Technik auch, ich sag mal, nach der Krise bedient werden. Also, wenn dann Ihr Geschäft wieder öffnen kann, was wir für Sie hoffen, auf jeden Fall, dann haben Sie wieder den Fokus erstmal auf den stationären Handel. Es kommen wieder Kunden, die wollen beraten werden, die wollen bedient werden. Das ist auch richtig. Aber genau deswegen der Gedanke einmal, kann ich den Online-Shop auch danach noch gewissenhaft pflegen, kann ich ja die Zeit, die ich dann am Laptop und PC habe, auch aufbringen. Und ich sehe gerade, ich habe im nächsten Punkt einen kleinen Tippfehler drin, da fehlt ein I. Ich meine natürlich die neuen Möglichkeiten der Produktpräsentation, die natürlich mit einem Online-Shop dazukommen. Sie können Ihre Produkte ja auf andere Art und Weise in Ihrem Online-Shop darstellen. Da gehört natürlich, und da sind wir jetzt wieder auf der rechten Seite der Folie, ein gewisser Pflegeaufwand dazu. Da reden wir zum Beispiel über Produktbilder, über die Produktbeschreibung oder aber auch über Merkmale Ihrer Produkte, die im Endeffekt zur Beschreibung Ihres Produktes für die Kunden im Internet ja, mit reinspielen im Endeffekt. Wir sind da und das werden Sie noch aus den vergangenen Webinaren kennen, im Endeffekt auch in der Ebene des Substituierens des fehlenden haptischen Eindruckes Ihrer Produkte. Ja? Nochmal kurz wiederholt, im normalen stationären Handel in Ihrem Geschäft kann der Kunde Ihr Produkt, eine Hose, ein T-Shirt, ein Schuh, jegliches anderes Produkt, was Sie verkaufen, in die Hand nehmen und kann es tatsächlich ja haptisch erfahren, also berühren, anfassen und so einschätzen. Das haben Sie natürlich im Online-Shop nicht und deswegen haben Sie mit einem Online-Shop auch neue beziehungsweise andere Möglichkeiten der Produktpräsentation. Schauen wir einmal weiter auf die warenwirtschaftliche Sicht. Wie sieht es da aus? Was kann man da als Chance oder als Risiko ja, empfinden? Was kann man nehmen, um darüber nachzudenken? Als Chance ist natürlich, und das ist der Sinn der Quickstart Academy und die Idee, sie jetzt an die Hand zu nehmen und ins Online-Business zu führen, mit bestehenden und neuen Produkten neue Zielgruppen zu erreichen.
Momentan haben Sie Ihre Kunden, die bei Ihnen ins Geschäft kommen. Sie können aber mit Ihrem Online-Shop jetzt ganz neue Kundengruppen, ganz neue Zielgruppen ansprechen, auf sich aufmerksam machen. Und das kann mit Ihren bestehenden Produkten, und das sollte am Anfang auch der Fall sein, oder dann später aber auch mit neuen Produkten Ihre Kunden bedienen. Das Risiko, was dahinter steckt, ist, dass Ihre Produkte halt nicht online geeignet sind. Auch davon gibt es eine Menge Produkte auf dem Markt. Ob Ihre Produkte geeignet sind oder nicht, ist im Endeffekt eine Abwägungssache, die Sie vornehmen müssen. Ich würde jetzt mal sagen, dass sehr beratungsintensive Produkte vielleicht etwas weniger geeignet sind als recht selbsterklärende Produkte. Einfach nur als grobe Flugrichtung, was ist denn geeignet und was ist nicht geeignet für den Onlinehandel. Ein weiterer Pluspunkt oder eine weitere Chance ist natürlich, dass Sie die Bedürfnisse der Kunden, Ihrer eigenen oder bestehenden Kunden, noch gezielter bedienen können. Vielleicht haben Sie schon öfter einen Kunden im Geschäft gehabt, der gesagt hat, Mensch, haben Sie denn auch einen Online-Shop? Haben Sie denn auch ein Online-Angebot? Ich würde mich gerne, bevor ich zu Ihnen in den Laden komme, einmal über das Produkt meiner Wahl informieren. Ja, also Sie können mit Ihrem Online-Shop anders, möchte ich mal sagen, auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Da dem gegenüber steht natürlich das Risiko, dass Sie Produkte verkaufen und in Kundengruppen unterwegs sind, die gar nicht im Internet kaufen möchten. Diese Gefahr ist immer dabei. Egal in welchem Segment Sie unterwegs sind, in welcher Branche oder welches Produkt Sie verkaufen, jede Kundengruppe reagiert ja, ich sag mal, anders sensibel auf solche Faktoren wie haptischer Eindruck oder die persönliche Beratung. Das ist etwas, was Sie für sich herausfiltern müssen. Wir können hier da nur den Anstoß zu geben, darüber nachzudenken. Ein weiterer Punkt, der vielleicht als Chance gesehen werden kann, ist, dass Sie Ihre Lieferantenbeziehungen vertiefen bzw. ausbauen können. Das heißt also, wenn Sie eh schon jahrelang mit einem Lieferanten zusammenarbeiten oder vielleicht auch mit mehreren Lieferanten zusammenarbeiten, haben Sie ja jetzt die Möglichkeit, dann über einen Online-Shop zum einen natürlich mehr Produkte zu verkaufen, also die Beziehung zu Ihrem Lieferanten durch eine höhere Abnahme im Endeffekt zu festigen. Ihr Lieferant wird es Ihnen danken wahrscheinlich und beide profitieren davon. Von daher denke ich schon, dass das eine Chance für und mit Ihrem Online-Shop sein kann. Demgegenüber steht natürlich wieder das Risiko, dass mehr Produkte von einem Lieferanten auch eine höhere Ausfallmöglichkeit mit sich bringt. Heißt, die Lieferzuverlässigkeit Ihres Lieferanten kann natürlich auch runtergehen. Wenn Sie bisher nur beispielsweise 20 Stück von einem Produkt vom Lieferanten bezogen haben, kann das immer sehr gut geklappt haben. Wenn Sie jetzt aber auf einmal 100, 150 brauchen und der Lieferant dann nicht mehr liefern kann, ist es natürlich ein gewisses Risiko. Aber da kann man im Endeffekt mit Lieferanten sprechen und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, weitere Lieferanten für Ihre Produkte hinzuzuziehen. Das heißt, Ihr Lieferanten- und Zuliefernetzwerk kann natürlich auch nachhaltig gesehen ausgebaut werden, eine zusätzliche Chance darstellen, zu sagen, okay, ich verlasse mich halt nicht mehr nur auf einen Lieferanten, sondern gucke, dass ich meine Produkte vielleicht auch von einem anderen bekomme. Wenn man da jetzt nochmal zurückdenkt an die Eingangsfolie, hatten wir auf der rechten Seite die finanzwirtschaftliche Sicht. Auch die spielt natürlich gerade hier in den Lieferantenbeziehungen eine Rolle. Denn natürlich, jeder Lieferant macht seinen Preis für ein Produkt. Und wenn es jetzt nicht gerade Bücher sind, die ja der Buchpreisbindung unterliegen, herrscht natürlich auch in dieser Branche eine gewisse Wettbewerbssituation, Konkurrenzsituation. Also auch da ergeben sich dann wieder Chancen, aber auch Risiken aus finanzwirtschaftlicher Sicht. Und genau das ist das, was wir Ihnen heute hier eben aufzeigen möchten. Schauen wir nochmal die
marketingtechnische Sicht etwas genauer an. Hier habe ich bewusst nicht ganz so viele Punkte aufgeführt, denn das Marketing als solches, Ihre Außenwahrnehmung und das, wie Sie sich dem Kunden und den Kundengruppen präsentieren, ist im Endeffekt das Individuellste, was Sie als Unternehmer, als bisher stationärer Händler umsetzen können. Deswegen bin ich hier mal nur auf zwei Punkte jeweils eingegangen. Zum einen natürlich als Chance, das Image Ihres Unternehmens zu festigen oder vielleicht sogar neu auszurichten. Mit einem Online-Shop haben Sie, wie eben gesehen und gesagt und besprochen, natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich als Unternehmen als auch Ihre Produkte zu präsentieren. Die Wahrnehmung von Ihren Besuchern im Online-Shop kann also eine durchaus andere sein als die der Kunden, die bei Ihnen im stationären Handel bisher einkaufen gekommen sind. Dem steht natürlich das Risiko gegenüber, dass die bestehende Wahrnehmungen sich in negativer Form entwickeln. Da könnte man als Beispiel nehmen, dass Sie vielleicht in einer Branche arbeiten und Ihren Handel treiben, in der Onlinehandel als solches gar nicht so große Akzeptanz genießt, wenn es Produkte sind, die eben nicht so online affin sind oder Sie Kunden haben, die nicht so online affin sind. Da kann es sich natürlich auch in die andere Richtung entwickeln. Aber dazu sei gesagt zu diesem Punkt, dass es natürlich immer unterschiedliche Typen von Kunden gibt. Nur weil Sie Produkte verkaufen, die vielleicht nicht ganz so online affin daherkommen und die Kunden vielleicht im Onlinehandel nicht ganz so stark ansprechen, heißt es nicht, dass jeder Kunde dann nicht online kauft. Der zweite Punkt und die zweite Möglichkeit, die aus Marketing-Sicht enormen Einfluss haben kann, eine Chance darstellen kann, ist, dass sie ihre bisherige Zielgruppe natürlich deutlich vergrößern. Wir hatten es eben auch schon mal angesprochen. Sie haben bisher einen Kundenkreis, der zu Ihnen ins Geschäft gekommen ist. Sie können jetzt natürlich ganz andere Zielgruppen erreichen und die bisherige deutlich vergrößern. Ja, dementsprechend ist das Risiko auch die Ausdünnung der Zielgruppe, was auch wieder so ein Stück weit auf den ersten Punkt oder aus dem ersten Punkt heraus resultiert. Es wird immer Kundenabgänge, aber auch dafür Kundenzugänge gehen. Diese Dynamik, die hier daraus entsteht, ist im Endeffekt so ein bisschen die Zusammenspiel, die Symbiose aus Chance und Risiko, was die Kundengruppen was die Kundengruppen angeht, wie sich die Kundenstruktur Ihres Unternehmens entwickeln kann. Die Marketing-Sicht hat natürlich ganz, ganz viele andere Aspekte noch. Marketing ist ein riesengroßes Feld, welches in ganz viele Aufgaben unterteilt wird. Da entstehen natürlich Möglichkeiten und somit auch Chancen und Risiken, die alle irgendwo ein Stück weit gewahrt werden sollen. Zum Teil werden wir die jetzt im folgenden Webinar vom Manuel auch aufgreifen, denn auch das, was der Manuel Ihnen dann zeigt, hat ein Stück weit etwas mit Marketing zu tun, denn wie Ihr Online-Shop aussieht, ist ja schon auch eine marketingtechnische Frage des Designs. Genau. Schauen wir nochmal auf die zweite Folie, über die wir eben gesprochen haben. Wir haben jetzt mal einen kleinen Einblick in die technische, warenwirtschaftliche und marketingtechnische Sicht mit Chancen und Risiken geworfen. Und ich denke, es ist klar geworden, dass, und wir haben es bei der finanziellen Sicht gerade auch an einem expliziten Beispiel deutlich gemacht, es ist klar geworden, dass auf der rechten Seite stehende Aspekte, also finanziell, personal und lagerwirtschaftlich, jeweils ebenfalls Chancen und Risiken resultieren, die beachtet werden sollen und sollten, die aber dann
sehr, sehr individuell zu sehen sind und auf ihr Unternehmen auf jeden Fall zugeschnitten daherkommen, sage ich jetzt mal. Ne? Für jede Unternehmung entwickeln sich da dann eben eigene Aspekte. Genau. Ich denke, für den Einstieg des heutigen Tages rund um das Thema Online-Shop war das ein sehr smoother Einstieg. Wir haben vielleicht eine kleine Grundlage für das bekommen, was Sie heute noch erfahren werden. Ich werde es Ihnen gerne noch mal etwas genauer ausführen. Wir haben heute insgesamt 5 Webinare. Eins haben wir gerade schon begangen. Das zweite hat Manuel angekündigt. Was macht eigentlich einen guten Online-Shop aus? Nachher um 11 werde ich Ihnen einmal aufzeigen, wie denn eine Warenwirtschaft den Erfolg eines Online-Shops unterstützen kann, bevor wir dann um 11:45 uns den JTL-Shop in den ersten Schritten mal etwas genauer anschauen werden. Da gucken wir dann auch direkt mal rein ins Backend des JTL-Shops und ich werde Ihnen zeigen, was Sie da dann für Möglichkeiten haben, auch aus marketingtechnischer Sicht. Dann heute Nachmittag kommt der wirklich praktische Teil. Manuel, vielleicht möchtest du zu deinem Nachmittagsprogramm noch mal ein, zwei Sätze verlieren, damit die Teilnehmer wissen, was da heute Nachmittag auf sie zukommt. Oh ja, sehr gerne. Wir waren ja bislang sehr theoretisch mit Präsentationen zugange und so wichtig diese Informationen auch sind, glaube ich doch, dass viele darauf warten, jetzt auch mal die Tools direkt sehen zu können, von denen wir hier sprechen, also sprich Shop und auch Warenwirtschaft. Und da habe ich für den Nachmittag viel Zeit eingeplant. Ich bin gespannt, ob wir alles brauchen. Aber ja, haben ist besser als brauchen letztendlich, ne? Wir werden also da direkt in die Warenwirtschaft gehen und uns mal anschauen, wie verbindet sich Warenwirtschaft mit Shop? Wie lege ich so einen Artikel? Ja, ich übernehme mal. Manuel ist gerade Ja, mein mikrofontechnisch Headset wieder wieder, ne? ausgefallen. Ja, Genau. wechsle nachher wieder. Genau. Also, was ich noch sagen wollte, wie lege ich Artikel, wie gesagt, an? Was muss ich dabei beachten? Welche Informationen kann ich pflegen? So ein erster Einstieg tatsächlich, aber dann endlich als Praxisteil. Und ja, ich freue mich drauf und habe viel zu zeigen auf jeden Fall. Ja, ich denke, das ist auch dann. Ja, dann geht es auch wirklich ins Eingemachte. Ne? Also dann gucken wir wirklich mal, wie du schon sagtest, direkt ins Programm, gehen so ein bisschen von der Theorie weg hin in die Praxis. Und genau das, denke ich, ist auch das, was die Teilnehmer dann in dem Moment heute brauchen. Okay, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, Sie dann gleich bei Manuel um 9:45 Uhr begrüßen zu dürfen. Der Manuel wird Sie da gerne in Empfang nehmen. Und ich denke, dann sehen oder im Webinar muss man ja sagen, hören oder lesen wir uns gleich. Sollten Sie zu diesem Webinar noch Fragen haben, vielleicht auch Anmerkungen, können Sie das gerne tun. Wir haben jetzt nach dem Webinar, wenn Sie rausgehen aus diesem Raum, eine kleine Umfrage geschaltet. Dort haben Sie ein Feld, in dem Sie uns mitteilen können, was Sie bewegt. Das können Sie wirklich gerne tun. Es interessiert uns gerade auch, was für ein Ja, was für Chancen, was für Risiken Sie für sich bei Ihrem Business sehen. Es ist doch ganz interessant, mal zu lesen von Ihnen, in welcher Branche Sie so unterwegs sind und wo Sie so Chancen und Risiken sehen. Für den Moment soll es das gewesen sein. Wir hören und lesen uns gleich in Teil 5 zum Online-Shop. Oh ja, 9:45 Uhr Start. Ganz genau. Bis gleich.